sehr langweilig. Oh. Ja, explosiv geschossen. Hey, 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 nicht schlagen. Aua. Okay, let me go. Alter. Ich dachte, es war eine Falle hier. Da. So, dann nimmst du bitte. Oh, 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 oh. Gerade noch so ausgewichen. Pass auf. Oh, da kommt noch einer angerannt. Nicht schlagen, nicht schlagen. Wow. Vor allem, ich habe kein Energy-Gedöns. Da ist einer. Also mit dem neuen Anzug hier, ne? Da reicht so eine Spritze noch nicht mal für komplett aufladen. 2026 soll tatsächlich anmachen. Nee, ne? Geil. Geil. Ja gut, von der Effekte her kriegen die das bestimmt ziemlich geil hin. Aber die Story war doch ziemlich langweilig. Aber da lassen die sich schon was einfallen, da bin ich mir sicher. Die verschandeln ja alles. So. Rein damit. Ja, voll. Regisseur vom letzten Star Wars. Okay. Das wird also nix. Schade. Schade. Schokolade. Also was sie aus Star Wars gemacht haben, ist eine Frechheit. Ne? Das muss man mal offen und ehrlich zugeben. Ja genau, gemischte Gefühle. Halt, nachladen. So, hatten wir gerade mit dem Explosivgeschoss geschossen? Hat das geklappt? Ich meine ja, ne? Da waren doch orangene Funken. Oh. Perfekter Moment, um einen Schluck zu trinken. Ah. Und ein bisschen Menthol zu vapen. Lecker. Oh, die Geräusche. Ihr solltet eigentlich auch Kopfhörer aufziehen bei so einem Spiel. Das ist abartig. Da kann schon sein, dass ein kleiner Tropfen in die Hose geht. Du bist kein Blinder, oder? Doch. Nee. Ach, ein Säurespucker. Ja, das war explosiv. Cool. Das ist eine mittlere Maustaste. Oh. Nice. Schau leider gerade mit Handy. Aber Atmosphäre. Ja, also das ist echt. Allein die Geräuschkulisse ist wirklich der Hammer. Da läufst du da rum und dann hörst du jetzt wie gerade eben aus dem Nebenraum irgendwas durch ein Rohr krabbeln. Das ist schon hart. Ach, und immer den falschen Knopf. So, vorsichtig sein. Irgendwas erwartet uns hier bestimmt. Ja, wir haben vor ein paar Wochen haben wir Hellblade 2 gezockt. Also Teil 1 war ja schon eine absolute Hammererfahrung mit Kopfhörern.
Aber Teil 2 hat es echt übertrieben. Das war richtig krass. Oh. Da hinten ist was Explosives. Jede Menge Wände. Ich wollte gerade sagen, da geht bestimmt was. Oh. Geht ihr weg, ihr Ungeziefers. Noch mehr davon. War das mit der geisteskranken Schizophrenie? Ja, ja, genau, genau. Ganz genau. Wo man dann die Psychosen von ihr erlebt. Das war schon ziemlich krass. Erste Teil fand ich ja auch ultra geil. Ich muss auch sagen, also der zweite Teil ist anders. Einerseits könnte man sagen, er ist besser, weil halt super geil inszeniert, also richtig cool gemacht und auch jede Menge weitere Charaktere, die einen dann auch begleiten irgendwann. Aber Teil 1 war abgedrehter von den Psychosen her. Das muss man schon zugeben. Ja, Teil 2 ist super. Du kannst ja gerne auf meinem YouTube-Kanal die Videos dazu angucken. Das sind, glaube ich, 8 Stück oder so. Allzu lang war das Spiel nicht. Ziemlich cool. Und auch in Videoform sehr genießbar mit Kopfhörern. Mit einigen Schreckmomenten. Ja, kennst du ja aus dem ersten Teil, ne, wo dann die Person, die nicht da ist, um einen rumläuft und so. Und da hast du dann so Dinger, wo du dann, du hörst hier was und da was und da vorne in der Ferne ein bisschen und auf einmal von hinten am Ohr und du zuckst voll zusammen. Das ist echt geil. Echt geil. Das ist schon cool. Am Anfang von dem Spiel war auch cool. Eigentlich ist mal so ein Lieferant und fliegt dann auf so einen Planeten. Callisto. Und ja, dann passiert halt was und man kommt in den Knast und muss dann aus dem Knast ausbrechen. Und beim Ausbrechen ist dann so wie bei Tanz der Teufel und den Originalen damals, wo dann im Hintergrund so ein einfach nur so ein durchgehender tiefer Ton ist, wo du, also der dich halt so unterbewusst dann nervös macht und aufgeregt macht. Das war ja bei Alien 1 haben die das im Kino ja mal getestet und das Publikum ist ausgerastet, ne? Da war durchgehend halt dieser tiefe, fiese Ton. Ich weiß nicht, ich glaube ein Fiss ist das. Ja, das war mit Dolby echt genial. Ja, sicher. Sicher. Richtig geil. So, ich glaube, hier haben wir einen versteckten Raum. Wir haben bisher erst einen versteckten Raum gefunden. Und das sah merkwürdig aus. Ja, die Videos hier muss ich auch noch schneiden und hochladen. Weil da war dann wirklich wie so eine Art Führerbunker mit so Bannern an den Wänden und vorne das Rednerpult. Ganz übel, ganz komisch. Finde geil, dass du Bezüge wie die Fliege, Tanzzeug etc. bringst. Zeug von Geschmack. Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, ich war früher voll der Filmfreak. So in den 90ern hauptsächlich. Also ich habe sehr viel gesehen und beziehe mich da immer gerne drauf. Oh, oh Gott, ich dachte, ich falle da runter. Ich war früher so der Horrorfilm-Splatterfilm-Freak.
weißt du, so Man Behind the Sun und Brain Dead und solche Dinge. Das war so meine Jugend. Brain Dead habe ich unten sogar noch auf... Nee, habe ich nicht. Ich finde den nicht. Habe ich irgendjemand ausgeliehen und weiß nicht mehr wem. Eine ungeschnittene Originalfassung, würde ich mal fast behaupten. Also eine deutsche Fassung. Von der... Da gab es in der Schweiz gab's so eine kleine Produktionsfirma. Also wirklich die ganz kleine. Die hat Filme rausgebracht. Als Blood Edition. Wo dann selbst noch nachsynchronisiert wurde und so weiter. Aber auf jeden Fall waren dann alle ungeschnittenen Szenen drin. Mann, so geil einfach. Devil's Rejects, Haus der tausend Leichen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ein Zombie hing am Glockenseil. Die Klassiker. Voll gut. Ja, da gab's abgefahrene Filme damals. Junge, Junge, Junge. Und, also ich bin 79 geboren. Sprich, in den 90ern war ich halt, weiß nicht, so mit 13, 14 ungefähr, habe ich dann angefangen, solche Filme zu sammeln. Boah. Das war eine richtig geile Erfahrung, weil sowas gab es ja irgendwie nicht so wirklich in großen Mengen. Ein Film, den ich nie vergessen werde, ist Cannibal Holocaust. Boah. Wo er dann noch das, also der, von wann war der? Ich glaube von 1978 oder so, ne? Wo dann das Gerücht aufkam, dass es echte Aufnahmen sind. Und man hat die Schauspieler dann für 2 Jahre nicht gesehen, irgendwie. Und dann kam alles nacheinander raus. Aber in dem Moment, wo man das erstmal gesehen hat und das halt so gehört hat, Junge, Junge. Was guckst du so? Nee. Den habe ich übersehen. Den kleinen Stinker hier. Jawoll. Oh, in 15 Sekunden beginnt die Werbung. Ich verabschiede mich schon mal an die Nicht-Abonnenten. Wir sehen uns gleich wieder in 3 Minuten. Na, guck mal, da geht's hoch. Wo laufen wir hier rum, sag mal? Oh, wir haben einen geheimen Raum gefunden. Wie geil ist das denn? Da haben wir wieder so einen versteckten Bunker. Hier lang. Jawoll, da haben wir noch ein bisschen was einsacken können. Ja, genau. So die Verstecke von Wolfenstein. Ja, das stimmt. Taramo war das Zeichen, das uns den Weg gezeigt hat. Ja, Wolfenstein ja auch mega cool. Und ich finde das so geil, dass in den neueren Teilen man die alten Wolfenstein-Spiele spielen kann in den Traumsequenzen. Das ist ja so eine coole Idee, ne?
Youngblood fand ich nicht so toll. Ja, das stimmt, das stimmt. Dieses Koop-Ding. Das ist auch das Einzige, was ich noch nicht fertig gespielt habe, tatsächlich. Da habe ich irgendwann die Lust verloren. Ich weiß nicht, das war halt sehr simpel, sehr, ja, sehr anders. Und da sind wir gekommen. Da geht's weiter. Ja, das stimmt. Am Anfang dachte ich noch, jo, okay, ist ganz spaßig. Halt mal was anderes. Aber, nee. Das war eher so Zielgruppe breite Masse. Das hat man gemerkt. Das war dann nichts. Ist aber dunkel. Ah ja, da wären wir jetzt reingekommen. Nice. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Da schalten wir ein. Ah, hier können wir wieder basteln. Tun wir das mal. Gegenstand auswählen. Gegenstand auswählen. Ja, erstmal ein bisschen was verhökern. Boah. Was haben wir da eingesammelt? CPU-Drucker? Für ein Taui? Brauchen wir das für eine andere Waffe oder nicht? Das ist die Frage. Also wir haben noch keinen Bauplan gefunden. Scheiß drauf. Weg damit. Okay, okay, okay. Wollen wir Stabilitätsupgrade? Das, also mir wäre lieber jetzt hier direkt Schadensupgrade oder hier auf die Schwarmgeschosse zu gehen, ne? Das Magazin erweitern ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Für die große Schrotflinte. Ja, das Ding, das kann ja gar nichts, ne? Völlig unnötig. Was kostet das? 900. Nee, komm, lass uns hier den Knüppel noch ein bisschen aufrüsten. Nein, 2,7. Damn, Bo. Das kriege ich jetzt auf gar keinen Fall hin auf die Schnelle. Schwarm ist relativ. Hast ja meist nicht so viele Gegner. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also jetzt im ganzen Verlauf des Spiels. Viele waren es nie. Aber manchmal sind es halt schnelle und starke Gegner. Und dann wird's übel. Dann wird's übel. Weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wenn man dann einen umgenietet hat, dann mutieren die manchmal. Nicht immer. Da kommen dann so die Tentakeln aus dem Bauch. Und ja, der Kopf und die Schultern, das wird eins. Und dann sind sie sehr, 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 sehr stabil, sag ich mal. Und da wäre so ein Schwarmgeschoss, glaube ich, nicht schlecht, ne? Wo man einfach drauf ballert und das sind halt zielsuchende Geschosse. Das wäre schon hilfreich, ne? Tatsächlich. Hm. Was haben wir noch? Ja, blocken. Das vergesse ich sehr oft. Töte ich lieber. Ja, ne? Das wäre schon hilfreich. So, bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Bitte verantwortungsvoll anwenden. Aber würde auf den Knüppel sparen. Ja, ne? Der ist viel zu wichtig, den brauche ich andauernd. Was auch eine geile Waffe ist. Nur werden die Gegner halt immer schwerer, ne? Ja, und diese Officers, wo hier geschrieben wird, die haben einen Helm auf, kugelsichere Weste. Übel. Also da musst du mit der Schrotflinte, der großen Schrotflinte, viermal drauf schießen, um sie auf den Boden zu kriegen und dann kannst du drauf treten. Da wäre so ein Blockbrecher auch gar nicht so verkehrt. Aber ich blocke nicht. 2,7. Ja, sparen, sparen. Da hast du recht. Man findet ja relativ oft Geld, so wie hier. Da nochmal 26 piepen. Moin mir, einen wunderschönen guten Abend.
Na, wie ist die Lage, junge Dame? Alles in Lot an diesem Donnerstag? Ah, sollen wir schon einschalten? Hier bestimmt die Hölle los. Komm. Lage ist im Lot. Das klingt doch nice. Das klingt doch nice. Ja, bei mir auch soweit tatsächlich. Bei mir auch. Als wären drei Sicherungsschalter an den Generator. Bisschen erschöpft diese Woche. Ich weiß auch nicht, irgendwie schaffe ich es nicht so früh ins Bett, sag ich mal. Und morgens komme ich kaum raus, ne, also. Irgendwie ist es momentan gerade so, ich könnte einfach nur schlafen. Guck mal, die Tür ist offen. Ich blocke nicht. Berühmte letzte Worte, ja genau. Nee, Kopf gar nicht voll. Gar nicht. Also, kennst du ja meine Situation so ein bisschen. Die letzten Wochen war das schlimm mit Kopf voll. Aber, es geht aktuell. Es geht wirklich. Es geht. Kopf ist frei. Aber ich glaube, es ist einfach das Wetter und keine Ahnung. Ich werde nicht richtig müde abends. Dementsprechend gehe ich viel zu spät ins Bett. Und so weiter und so weiter. Ja, jetzt muss ich am Samstag arbeiten, ne? Samstagvormittag. Das heißt, da kann ich noch nicht mal am Samstag ausschlafen. Samstagabend gehe ich dann auf Geburtstagsparty von meinem Cousin. Da werde ich wahrscheinlich dann gar nicht schlafen, wie ich mich kenne. Ja, Wetter. Garantiert. Gerade hier in der Dachgeschosswohnung. Also, man sollte Häuser ohne Dach bauen. Das wäre besser. Oh. Ich habe da, glaube ich, was gehört. Ja, und dann ist auch noch ein Runder bei ihm. Wird ein halbes Jahrhundert alt. Das könnte sehr lustig werden. Also es wird mit Sicherheit sehr lustig. Oh, wenn ich schon da runter gucke, ne? Da muss ich garantiert gleich überall lang. Entweder falle ich hier runter oder ich muss da irgendwo runter. Und das sieht nach Ärger aus. Wenn da so viele Gitter mit Speakers sind. Schauen wir mal. Wir haben Frankenstein zum Leben erweckt. Es lebt. Hehe. Nein. Ich dachte, ich musste auch nachladen. Ach stimmt, ich verbrauche viel mehr Munition, ne, wenn ich die Explosionsdinge da benutze. Ja, 5 Schuss. Kriegen wir noch die Kohle zusammen für das Knüppel-Upgrade. 29. Ah, hier geht's runter. Da war keiner. Nee, da war keiner. So, nachladen. Alle Waffen. Da, die ist noch nicht geladen. Do it. Okay. Was haben wir denn an Revolver-Munition? Wie viel können wir da rumballern? Gar nicht so viel. Nur noch 14 Schuss. Okay. Vorsichtig sein. Ja, die macht aber guten Schaden, ne? Die Revolver. Oh, ich muss noch was trinken, warte mal. Boah, hört ihr das? Da geht was. Hier fehlt irgendwie das taktische Abtrennen von Gliedmaßen wie in Dead Switch. Ja, genau. Genau, das habe ich auch schon bemängelt. Und du kannst auch nur einmal drauf treten auf die Leute.
Oh, neue Follower. Herzlich willkommen, Sophia. Hallo, ich bin gerade deinem X-Konto gefolgt und hoffe, dass du mir zurückfolgst. Oh, so Follow-by-Follow-Sachen mache ich nicht so gerne. Aber ich gucke mir das gerne mal an. So, ich höre was. Oha. 2, 3. Wen töten wir zuerst? Freiwillige vor. Danke, Mia. Gut reagiert. Nicht, dass so ein Quatsch wieder anfängt. Oh nein, 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 nein. Nicht, 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 nein. Lass mal stecken. Kennen wir aus anderen Chats, hatten wir auch. Ja, ja, genau. Genau. Diese Zutexterei. Hey, hey, hey. Tudum. Er wird nicht mehr der Kopf seiner Gang werden können. Man soll doch nicht gleich den Kopf verlieren. Ganz schön kopflos in die Sache da reingegangen. So, warte mal. Hallo. Alles rechts kommt ein bisschen spät. Halt, erstmal gucken. Austin Powers, genau, genau. Oh, das ist geil. Du kennst ja auch alles. Ich liebe Austin Powers. So gut. Yeah, baby. Fehlt noch einer. Noch einer. Ich höre Dinge. Ah ja, da. Da kommt schon einer. Komm doch. Komm rein. Ich hab Candies für dich. Oh. Streitig. Streitig. Ja komm. Da komm ich halt zu euch. Oh. Noch einer. Die Fantastischen Vier sind da. Ja, komm. Komm doch, komm doch. Komm rein. Ich hab Kuchen gemacht. Bam. In your head. In your head. Mein Messer. Alter. Jetzt wird's aber viel. Oh, 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 nicht umdrehen, nicht umdrehen. Nein, nein, nein. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Oh, shit, Alter. Ja, ja, ja. Boah, es ist geil, dass sie das nicht mitkriegen. Boah. Ich müsste doch mal langsam draufkrampeln. Ohne, dass sie das mitkriegen. Cool. So, der nächste bitte. Ja. Kommt. Jeder bitte nur ein Kreuz. Tick, Trick und Tack. Oh, geil. Ich dachte, ich greife mich jetzt an. Ey, saugut. Ein Hattrick.
Mega. Oh, was haben wir denn Kohle? 1,8, okay. Oh, Licht. Okay. Schon wieder Dinge. Das ist nix. Ja, aber das ist auch kein Schalter. Ah, hier geht's hoch, ja. Alter. Die Geräusche.